direkt hinter dem Moin Moin und Turmschild. hallo. Der Xur ist unten im Turm bei den Fohut-Heinis. In der Mitte, auf der rechten Seite hier. Schauen wir doch direkt mal, was er hat dieses Wochenende. Oh nein, schon mal keinen Titanhelm. Heilrüstung hat er. 149. Das ist schon mal Käse. Wenn man hier sieht, 167. Ein guter Wert. Dann hat er wieder den goldenen Kanonehelm für den Jäger. Ja, brauche ich auch nicht. Das hatte er letzte Woche doch schon. Die Klauen des Ahamkara. Gewinne zu sich für Senkung und Energieabzustände. Das Nachladen mit Spezialwaffen erhöhtes Nahkampf-Angriffstempo. Okay, kein Land außerhalb. Scharfschützengewehr. Exotisch. Okay, das kann ich noch überhaupt nicht. Was ist das? Wieder Treffer bahnen uns den Weg zur Rückgewinnung unseres Landes. Erhöhte Präzisionsschaden. Kills erhöhen kurzzeitig den Schaden am nächsten Ziel. Diese exotische Scharfschütze kann keine Primärwaffen. Das ist die Primäre. Geil. Das ist die Primärwaffensniper. Das ist natürlich geil. Die brauche ich. Gellhorn kann man jetzt aufrüsten. Okay, ja. Kaufen. Kein Land außerhalb. Kaufen, kaufen, kaufen. Müssen wir erstmal eine Münzen holen. Okay, aufrüsten kann man Wappen von Alpha Lupi, Ahamkaras Rückgrat, Helm des 14. Heiligen, den brauche ich halt unbedingt, den habe ich aber nicht, finde ich auch nicht. Engramme gibt es diese Woche keine. Helm des innersten Lichts kann man aufrüsten. Hätte ich den mal nur gekauft damals. So ein Käse. Naja. Erz des Baxianischen Feuers, Sonnenbrecher, Sus Regime mal wieder, Roter Tod. Das letzte Wort, Donnerlord, extrem guter Rat und die Gellorn. Dann haben wir außerdem Impulsgewehr-Telemetrie, Fusionsgewehr-Telemetrie, Maschinengewehr-Telemetrie und Plasma-Antrieb und Leerantrieb. Ja, das war's auch schon. Also das würde ich jedem empfehlen. Das ist doch super. Ein Primärwaffensniper. Kann man dual snipen. Kommen wir dazu mit Breditz Rache oder Schwarzer Hammer. Da geht so einiges, würde ich sagen. Ich habe beides. Das werden wir nachher gleich mal testen. Also bis dahin. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.